mit dem Dekuschwert gerade zum Ritter geschlagen wurde. So. Ich würde heute mal wieder ins Meer gehen, damit wir mit der Quest weiterkommen, aber ich könnte auch mal gucken. Ach, ich brauche Suki. Ich muss Suki finden. Aber ich gehe hier mal kurz durch, was alles abgelegt werden kann. Kann ich den noch? Den habe ich gespendet. Dann kann ich die eigentlich... Wasabi kann auch weg. Das Gemüse brauche ich. Die drei Samen kann ich noch einpflanzen. 1, 2, 3. Immerhin kein Bluteid. Das stimmt. Außerdem, es gibt nur einen einzig wahren Kult und das sind die Sardachisten. So schaut's aus. Suki, wo ist sie denn? Suki. Ach, die ist unten im Coral Inn. Hoppala. Passt sich perfekt, weil da müssen wir eh hin. Wir beamen uns hin. Geht schneller. Und unkomplizierter. So, Coral Inn. Ich finde es schön, dass wir einen Ladebalken haben, der dann einfach bei 50% aufhört. Die haben geöffnet, wir müssen auch für die Wochenausflüge da sein. Das ist gut. Ich habe hier einen Questgegenstand für dich. Danke. Bitte. Es ging schnell. So. Dann gehen wir jetzt runter ins Meer. Zieh mal ein Pullio. Mein Pullio! Über. Ist ganz schön kult hier. Das mit dem einzig wahren Kult stand ja auch nie zur Debatte. Sehr gut. Will ich auch hoffen. Du weißt schon. Ja, du weißt schon. Ich hatte heute im Shooting Ben & Jerry's. Das habe ich jetzt zwar nicht mehr, aber ich hatte beim Shooting heute Ben & Jerry's. Wir hatten heute allgemein echt nicht viel Süßes. Was ein bisschen sad war. Ich meine, gut für meine Figur, aber ein bisschen sad. Ja, genau, da fehlt mir noch einer, den suchen wir noch. Magnum Himbeer. Ja, okay, das bin ich nicht mehr so neidisch, weil ich mag keine Himbeeren. Ich bin immer noch Vanilleeis hier. Ich mag kein Vanille. Ich frage mich, wem das Eis gehört. Ich habe Halsschmerzen, die habe ich auch. Da reihe ich mich mit dir ein. Aber manchmal hilft Kälte bei Halsschmerzen. Je nachdem, ob es bakteriell ist oder entzündet. Ich mache auch keine Vanille. Vanille ist auch echt nicht so lecker. Ich mag Stracciatella, Zitrone und Kokos. Das sind meine Eissorten. Aber kein Zitronensorbet, sondern Zitroneneis. Ich mag kein Sorbet. Ich mag Vanilleeis, vor allem in Kaffee. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, erst einmal Eiskaffee gemacht. Kennen wir jemanden, der öfter mal bei dir ist, der Vanille mag? Ja, und der kein Vanilleeis isst, wenn er da ist. Damit es ewig bei mir in meiner Tiefkühltruhe liegen kann. Ich hätte Vanille. Nein, Vanille. Vanille ist wieder was anderes. Ich habe erst letztens in Minecraft wieder ganz viel Vanille gemacht. Vanille ist immer noch das beste Metall.
Ohohohoho. Knappe Sache hier. Na, guck mal, da ist das fünfte. Ich habe gerade wieder Einblendungen des Todes hier. Okay, hier geht's jetzt durch. Wir haben das erste Gebiet quasi ready. Da ist ein Fremder. Okay, gehen wir da links durch. Okay, vielleicht musst du ihm einfach mal dran erinnern, dass da noch Vanilleeis ist. Da ist Vanilleeis. Jo, da ist noch eine Qualle, die ich gerne hätte. So, ich wollte... Genau, ob es da oben nach rechts geht. Nö. Okay, da oben geht es nicht nach rechts. Dann muss ich hier unten weiter. Vielleicht musst du ihn auch erinnern, wenn er da ist. Och, immer diese Ansprüche hier. Immer sind die anderen schuld. Schon. Nimm dir ein Beispiel an Dönki. So, für mich geht es ein paar Meter weiter runter. Wo sind da denn die nächsten hier links? Okay, dann können wir mal anfangen. Den nächsten... das nächste Relikt zu finden. Oh, da ist ein Igel. Ich glaube, den muss ich nicht abgeben. Ist aber schön, dass ich ihn mitnehme. Ich müsste allgemein ein bisschen mehr aus dem Meer mitnehmen. Weil ich davon ja auch ein paar Sachen abgeben muss. Ich habe eine niedrige Ausdauer. Ja. Ich brauche noch ein bisschen Ausdauer. Ich muss den Weg dann noch frei machen. Weil da liegt sehr viel im Weg. So. Der will natürlich nach ganz rechts, aber da haben wir schon ein bisschen was frei gemacht. Tja. Ist gar nicht mehr passiert, was passiert, wenn wir die 20 weg haben. Okay. Ich glaube, es ist nicht mehr... Okay. Ich habe schon fast geahnt, dass es auf diesem schwarzen Fleck hier zum Stehen kommt. Wir hacken einfach noch ein bisschen rum. Vielleicht finden wir ja noch spontan den zweiten. Zeit haben wir eh auch noch. Easy. Ich würde gern wieder ins Kino gehen. Jedes Mal wieder wird mir auf TikTok die Werbung für Tribute von Panem angezeigt. Warum kriege ich denn dafür jetzt nur noch 59? Jetzt habe ich 60 gekriegt. Hey. Können wir doch nicht einfach einen weg... Oh, ich habe ihn gefunden. Einen wegnehmen. Oh, das geht bestimmt links rum. Ich wette, das geht links rum. Die Pute von Harlem? Hallo Tabi, einen wunderschönen guten Abend dir. Genau die. Die hat einen neuen Kinofilm rausgebracht. Ach Tabi, du bist... Oh mein Gott. Du hast die gleiche Farbe wie Vicky. Jetzt habe ich dich kurzzeitig einfach übersehen. Es tut mir leid. Einen wunderschönen guten Abend dir natürlich. Ich hoffe, dir geht's gut. So. Der Ozean ist ja ein Stück weiter geheilt. Da ist auch ein Fremder. Ach, das sind die Tiere. Kann da runtergehen. Wette verloren? Welche Wette denn?
Das sind irgendwie, diese Ranken sind irgendwie nicht mehr da. Waren die am Anfang auch nicht da? Oder vergesse ich gerade mal einfach wieder was? Niedrige Ausdauer, ja, ja, ich weiß. Oh, ich nehme die noch mit. Und da ist ein Seepferdchen. Scheiße. Ja. Ich muss eindeutig nach oben. Das Ding ist nicht nach links gegangen. Ach so. Ja, dafür muss ich jetzt einen Schluck trinken. Trinken, schlucken. Mhm. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Wie man merkt, ich auch nicht mehr. Und ich habe schon 40 Stunden in dem Spiel. Aber der Anfang vom Spiel ist auch schon lange her, nämlich 40 Stunden. Schluck, du Sau, ja. Gerne. Schmeckt echt gut. Wenn ihr Rotwein mit Fanta noch nicht kennt, probiert es. Oder Cola, geht auch. Vor allem, wenn du auch noch so einen lieblichen Wein hast. Ist richtig gut. Habe ich da irgendwas? Nein. Habe ich da irgendwas? Nein. Habe ich da irgendwas? Ja. Zack. Okay. Ach, einen grünen Igel. Okay, einen grünen Igel. Du spielst wieder Satisfactory? Nee, du spielst gar nichts. Schatz, du spielst gar nichts? Warum? Gegrillte Armbrot und Scheibe Grillkäse. Grillkäse ist doch geil. Ich glaube, ich will mal wieder den Ofenkäse probieren, um dann wieder festzustellen, dass er mir nicht schmeckt. Na, ich spiele gerade gar nichts. Warum? Das kommt so selten vor bei dir. Mir geht's bestens. Morgen kommt meine neue geil. Dann sofort Fotos machen. Ich habe den da nicht drin gefunden. Ich bin blind. Ach so. Ich gerade müde bin und keine Lust habe. Na dann auf ins Bett und schlafen. Ich habe mir heute auch fest vorgenommen, dass ich mein Handy weglege, wenn ich ins Bett gehe und lese. Beim vorherigen Buch bin ich durch. Ich kann jetzt Fourth Wing anfangen. Das, was hier so gehypt ist. Endlich mal. Sollte ich jetzt auch wirklich dann mal anfangen. So, Geode, Geode. Ach halt, da ist noch was zum Wegschicken. Habe ich hier noch Geoden drin? Nee. Okay, dann gehen wir nochmal durch. Was alles weg kann. Okay. Ich gehe morgen mal die Dinger aufbrechen. Oh. Oh, Beine ausstrecken tut gerade so gut. Genau, wir gehen morgen mal Geoden und Kisten aufbrechen. Yes. Bin nur verwirrt, dass es ein Couscous geworden. Vielleicht ist er weggelaufen. Vielleicht war sein Ende noch nicht gekommen. Und er war noch nicht bereit dazu zu gehen. Man glaubt, das ist eine Cinema-Videokamera. Ach, so ein altes Ding. Das ist auch geil. Ich kenne mich mit Videos so überhaupt nicht aus, wie man merkt wahrscheinlich. Beziehungsweise mit Kameras. Ich bin aber wahnsinnig fasziniert von Leuten, die sich damit auskennen. Ich will jetzt essen. Okay, bis später, Black Death. Lass es dir schmecken. Ich würde eigentlich auch meine Semmel essen, ne? Okay. Wir müssen auf den... Ach so. Ich kann da noch nicht hochbieben.
Wir müssen auf die Öffnungszeiten vom Schmied warten. Ein Blattkäfer. Habe ich dich schon abgegeben? Ja. Genau, wir müssen auf die Öffnungszeit vom Schmied warten. Damit wir das Zeug abgeben können. Und das dauert noch ein bisschen. Das ist eine digitale, die wurde bei Mission Impossible auch eingesetzt. Oh. Nie gesehen den Film. So, wenn wir jetzt hier ungeduldig vor der Tür stehen, packe ich meine Semmel aus. Meine Ofenkartoffelsemmel. Ach, das ist wirklich die Semmel mit Käse. Ich habe nämlich ein wenig Hunger. Werde morgen auch ungeduldig vor der Tür stehen, glaube ich dir. So geht's mir auch, weil bei mir trudeln. Ich habe Deko für meinen Weihnachtsbaum bestellt. Und eine neue Lichterkette, weil die alte Lichterkette war bunt und ich mag keine bunte Lichterkette. Und das kommt morgen, übermorgen und überübermorgen. So. Diode. Richtig cooles Zeug. Muss ich den Marmor abgeben? Ja, im Museum. Okay. Geil. Ich würde sagen, dann gehen wir wieder runter ins Meer. In den Ozean. Um da weiterzumachen. Ich vermisse den Teleportpunkt da hinten und den am Museum. Aber hallo! Wenn du dich für Aliens interessiert, dann solltest du dieses Buch von Professor Keeb lesen. Er hat interessante Theorien zu außerirdischer Intelligenz. Ich habe es auf der Universität gelesen. Mhm. Bei meinem Arzttermin zum Mittag frühstücke ich nur wenig. Okay. Welche Backware hältst du für das perfekte Frühlingsgericht? Wenn du mich fragst, etwas farbenprächtiges wie Fruchttorte. So lecker. Oh, ich hätte Kuchen. Ich hätte gerne Erdbeerkuchen. Ich habe immer komische Gelüste. Ich habe circa 2 bis 3 Jahre mit der Kamera geliebäugelt. Gestern konnte ich die mir dann auch endlich leisten. Dachte nur so ran da. Sonst ist... Ja. Manchmal muss man sich auch einfach was gönnen. Yay. Nochmal 5 mehr. Ein Sprinkler.